Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Schlachtfeldbegehung. Ich habe hier einen Roadtrip durchgeführt, der ging über 4 Tage und ich habe gestartet in Belgien und habe mir einige Museen angeschaut, Nähe Ypern. Und das hier ist ein Museum, welches man sich unter der Woche, aber auch am Wochenende anschauen kann. Und man kann viele Relikte aus der Zeit des damaligen Krieges sich anschauen. Die kompletten Waffengattungen sind vorhanden. Das Museum teilt sich auf in einen Innenbereich und in einen Außenbereich. Und die Exposés sind wirklich sehr umfangreich in der Breite, aber auch in der Tiefe. Ja. Natürlich auch Ausrüstungsgegenstände sind hier zu sehen, wie zum Beispiel der Spaten. Und jeder, der sich ein wenig mit der Geschichte auseinandergesetzt hat, weiß, mit diesen Spaten wurden nicht nur Schützengräben ausgegraben, sondern man ist auch damit in die Schlacht gezogen. Ein guter Lanzer hat immer darauf geachtet, dass der Spaten geschliffen ist, sodass man entsprechend schwierige oder schwere Verwundungen dem Gegner zuführen konnte. Ja, hohe Werte sind hier in diesem Museum hinterlegt. Wir haben gerade die Pickelhauben gesehen, verschiedener Nationen. MGs sind hier auftapiert und da sehen wir wirklich hohe Werte. Mittlerweile, über 100 Jahre nach der Zeit des Ersten Weltkrieges, gibt es viele Sammler, die sich dafür interessieren, aber auch natürlich viele Schatzräuber. Und da haben diese Dinge einen sehr hohen Wert eingenommen. Das sind Gasgranaten und hier unten sehen wir ein Scharfschützenschild und das hier ist ein Mörser. Ja, warum weiß ich, dass das Gasgranaten sind? Die sind abgeschossen, man sieht das an dem Führungsring, normalerweise ist der glatt. Wenn er abgeschossen ist, ist er von dem gezogenen Lauf, gezogen bedeutet, dass ein Drall in dem Rohr ist, ist dieser Führungsring entsprechend eingeschnitten in der Form des Dralls. Also man kann sich das vorstellen wie ein Flaschenverschluss, so ungefähr. Und dadurch, dass sie nicht detoniert sind oder zersprungen sind, lässt der Rückschluss darauf schließen, dass es Gasgranaten sind, weil das Gas ist nicht explodiert, sondern es ist dann entsprechend mehr oder weniger kontrolliert aus den Granaten ausgelaufen. Gelaufen, weil es halt schwerer als Luft war. Wir haben gerade einen Schützengraben gesehen, selbst ausgehoben, oder hier diesen Tunnel. Und man muss sich vorstellen, ich habe gerade gesagt, dass die Gasgranaten oder das Gas in diesen Gasgranaten schwerer ist als Luft. Das bedeutet, es ist also hier in diese Tunnel und in die Schützenlöcher reingekrochen und hat sich da auch eine längere Zeit aufgehalten. Das bedeutet, selbst wenn in diesen Schützenlöchern keiner war, Gas ist in die Gräben eingetreten und später ist man dann da reingegangen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gewesen, dass man da trotzdem noch gestorben ist oder sich schwierige Verletzungen zugeführt hat. Am Anfang gab es ein Gas, was man eingesetzt hat, aber später im Verlauf des Krieges sind die Leute auf Ideen gekommen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Senfgas zum Beispiel verbrennt die Atemwege, die Augen, sodass man nichts mehr sehen kann. Adolf Hitler hat übrigens auch, ich glaube, Schlacht an der Somme einen Gasangriff miterleben müssen, dürfen, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht. Und er ist erblindet. Er war Melder, ist also von Schützengraben zu Schützengraben gegangen oder gerannt und hat dann entsprechend Befehle verteilt bzw. abgeholt. Das, was wir hier sehen, ist, wie gesagt, der Außenbereich des Museums. Wir sehen hier die alten Gräben. Und das ist alles noch original, also über 100 Jahre alt, sind schon etliche 100 Menschen durchgelaufen. Wichtig ist natürlich hier unten das Holz. Stellt euch vor, wenn man hier direkt in den Schlamm laufen müsste, dann kriegt man ganz schnell den Grabenfuß. Aber auch so ist natürlich aufgrund von den Explosionen, aber auch von Regen und so weiter, jeden Tag Schlamm in diese Gräben eingesickert und gerade hier in Ypern und Umgebung ist das Grundwasser relativ weit oben. Das bedeutet, man hat hier eigentlich immer Wasser drin und teilweise sind die Männer über Monate und Jahre in diesen Schützengraben
Gräben drin gewesen und dann gab es aufgrund des Grabenfuß Amputationen und ganz, ganz schreckliche Verstümmelungen. Ja, hallo Freunde. Also ich habe jetzt in den letzten 24 Stunden mir sehr viele Sachen aus dem Ersten Weltkrieg angeschaut. Jetzt ist es an der Zeit, Richtung Meer zu fahren, Richtung Ostende. Und von da aus fahre ich dann weiter nach Dünkirchen und noch viel, viel weiter nach unten. Ich hoffe, man hört mich gerade. Und dann werde ich mir die Schlachtfelder des Zweiten Weltkrieges anschauen. Und je nachdem, wie weit ich komme, werde ich mir noch den D-Day anschauen. Auf jeden Fall ist mein Hauptziel La Coupole. Vielleicht kennt man das aus diversen Dokumentationen. Also auf jeden Fall ein sehr krasses Bauwerk. Fliege ich auch mit der Drohne drüber. Mindestens eine Übernachtung mache ich noch mit. Und ja, mit diesen Bildern verlasse ich jetzt Flandern und fahre Richtung Ostsee. Und ja, ich werde euch hier nochmal ganz kurz zeigen, ja, wie an die Männer gedacht wird, die hier damals gefallen sind. Ja, da steht, ihr Name lebt für immer. Und ich sage euch eins, Leute, Krieg ist sowas von scheiße. Vielleicht mag das für den einen oder anderen herrlich sein, aber glaubt mir, wenn ihr nur eine Sekunde im Krieg mit dabei seid, dann werdet ihr alles verfluchen, dass ihr euch das jemals gewünscht habt. Absolut nicht schön. Es gibt auch nichts Heroisches daran. Ihr sterbt für irgendjemanden, der sich mit irgendjemand streitet. Um Land, um Öl, um was auch immer. Und du und ich, wir sollen da dafür kämpfen? Niemals. Also von daher, lasst uns versuchen, dass solche Zeiten, jedenfalls hier in Deutschland oder von wo aus du auch immer zuschaust, nicht nochmal passieren. Schlimm genug, dass das gerade in so vielen Orten auf der Welt passiert, jetzt mittlerweile auch in Europa. Und ich hoffe einfach, dass alle irgendwann genug Geld verdient haben und damit aufhören, weil es geht um Menschenleben. In diesem Sinne, wir sehen uns später wieder. Arrivederci. Ja, und da sind wir auch schon wieder und wir sind ein paar Kilometer wieder zurückgefahren. Ich war gestern schon mal hier in diesem Ort. Ihr habt vielleicht die andere Dokumentation gesehen, wo ich die Bunker in dem Berg gezeigt habe. Das ist derselbe Ort und hier gibt es einen ehemaligen Kommandobunker aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und wenn ihr googelt, findet ihr den sicherlich auch ganz, ganz schnell. Und wir gehen jetzt mal in die dritte Etage rein. Ich hatte an dem Tag Glück, das Internet war nämlich defekt und ich konnte hier kostenfrei in das Museum eintreten. Ja, Zustand, wie ihr selber seht, mega gut. Tolle Beleuchtung, der Maschinenraum und auch die Krankenstation hier zu sehen. Sehr gut ausgestattet auch, haben sie sich wirklich viel Mühe gegeben. Das war der Raum des Kommandanten. Das sieht man hier auch sehr schön an den hochwertigen Möbeln. Heute würde man die vielleicht nicht unbedingt als hochwertig ansehen, aber in den 70er Jahren ist das natürlich totschick gewesen. Wie gesagt, der Bunker ist, glaube ich, schon ein bisschen was älter. Ich müsste selber gerade recherchieren und hier kriegt man einen ganz netten Überblick, wie das damals so funktioniert hat. Also hier saßen die Menschen und haben geplant, konnten dann hier runterschauen und da unten haben dann entsprechend die Tagungen und die Planungen stattgefunden. Und ich komme selber aus Köln, aus der Nähe von Köln und hier können wir teilweise auch Städte erkennen, die ganz, ganz nah an Köln dran sind. Man hatte dann entsprechend Übungen geplant, da ist zum Beispiel Aachen gewesen, wie man Truppenbewegungen im Fall des Kalten Krieges, also damals war es ja so, dass die NATO-Länder und Amerika gegen Warschauer Pakt und Russland gekämpft hätten. Und ja, Austragungsort damals wie heute ist übrigens Deutschland. Also jeder, der sich für diese Zeit interessiert, sollte mal nach Fulda Gap googeln. Das ist nicht so, dass ja, der Krieg irgendwo stattgefunden hätte, sondern direkt in Deutschland. Und es gab auch ganz viele Pläne, wie man den Russen oder den Warschauer Pakt damals aufhalten soll oder wollte. Das hat natürlich durch taktische und strategische Atomwaffen stattfinden sollen. Also Deutschland wäre nicht mehr wieder zu besiedeln. So, in der Zwischenzeit sind wir jetzt in die Normandie gefahren und leider, leider, leider konnte ich in dieses Museum nicht rein. Da ärgere ich mich wirklich. Es war 2 Minuten nach halb. 2 Minuten.
Und das Museum hatte noch eine Stunde auf, aber die lassen halt nur bis halb rein. Und ich war nur 2 Minuten später da und die haben mich nicht reingelassen. Das fand ich sehr enttäuschend, war ich auch ein bisschen sauer und habe eine schlechte Bewertung hinterlegt. Aber wahrscheinlich liegt es eigentlich nur am Computer. Naja, anyway. Also, was habe ich getan? Ich bin dann Richtung Meer gefahren und habe dann hier in Dünkirchen, wir befinden uns jetzt in Dünkirchen, diesen Bunker gefunden. Wenn man darauf zugegangen ist, könnte man sagen, das wäre die Enterprise gewesen. Und den Hund habe ich draußen festgemacht und bin einfach mal reingegangen. Es fühlte sich schon sehr komisch an. Ihr habt gesehen, der Bunker war sehr schräg. Der ist quasi die Hühne runtergerutscht über die Jahre. Und dementsprechend war das Bauwerk sehr schräg. Es hatte sich in meinem Kopf irgendwie manifestiert, dass ich dachte, nicht, wenn das noch weiter runterrutscht und ich bin da drin. Vielleicht aufgrund von mir, weil ich mit meinem Gewicht da reingegangen bin. Naja, aber letztendlich ist nichts passiert. Und ja, da ist quasi die Beobachtungs-Area. Durchquetschen. Leider keine Schrift mehr vorhanden, aber trotzdem sehr, sehr spannend. War komplett alleine an diesem Strand. Und wenn man dann in so einen Bunker reingeht, ihr könnt euch vorstellen, das ist ein bisschen creepy. Ja, das ist keine, in Anführungszeichen, keine besondere. Es gibt von diesen Bauwerken Hunderte, Tausende, ich glaube 240.000 Bunker. Alleine Atlantikküste, Westwall hat 104.000 Bunker in Deutschland. Dann gibt es noch die Siegfriedlinie. Es gibt noch den Ostwall. Alleine das sind ja nur die Festungswälle der Deutschen. Stalin hatte eine eigene Festungsanlage, einen Festungswall, nämlich die Molotow-Linie. Die Polen, also man kann sich nicht vorstellen, wie krass die Grenzen der jeweiligen Länder früher befestigt waren. Ja, auch sehr interessant. Wie gesagt, wir sind hier gerade in Dünkirchen. Und vielleicht kennt ihr die Story, wie diese das Expeditionskorps der Briten zurückgedrängt wurden von Hitlers Armee, von der Wehrmacht. Und es gab ja dann den sogenannten Führer-Haltbefehl. Und kurz vor Dünkirchen hat Hitler sich gegenüber seinen Generälen durchgesetzt und hat gesagt, alle halt. Und das hat diesen, ich glaube, 150.000 britischen Soldaten die Möglichkeit gegeben, sich zu evakuieren. Und man hat damals alle Schiffe von der kleinen Jolle bis hin zum großen Tanker in die Mobilisierung geschickt, um von England nach Dünkirchen zu fahren und die Männer zu retten. Und fast alle Menschen wurden gerettet. Es wurde viel Ausrüstungsmaterial stehen gelassen. Aber in Summe für die Engländer ein mega Erfolg, auch moralisch, und für den Deutschen eher ein großer Nachteil. Aber für Hitler war es trotzdem ein Sieg, weil er sich gegenüber seiner Generäle durchgesetzt hat. Okay, das kurz zum geschichtlichen Hintergrund. Wir befinden uns jetzt hier in der Batterie Todt und ein Teil ist ein Museum, der andere Teil ist ein verlassener oder mehrere verlassene Bunker. In diesen kann man noch reingehen. Und das Spannende an diesem Bunker ist tatsächlich, dass hier noch ganz, ganz viele Nazi-Graffitis an der Wand sind, die mittlerweile aber auch übersprayt sind von linken Graffitis oder einfach nur Graffitis unterschiedlicher Couleur. Also hier rechts sehen wir Winston Churchill. WC steht für Winston Churchill. Da oben ist übrigens sein Bild. Wer frech ist, der muss leiden, nun musst du Geduld erdulden, was du hast verschulden. Ja, Winston Churchill hat natürlich Deutschland bombardiert, relativ früh als Antwort auf die Bombardements der Nazis auf England. Es gibt unterschiedlichste Berichte in den Geschichtsbüchern, dass Deutschland nur die Schwerindustrie bombardiert hat, aber der Engländer hat direkt die Städte bombardiert mit dem Ziel, den Willen der Zivilbevölkerung zu ersticken oder im Keim zu ersticken. Also, ne, das ist schwierig heutzutage nachzuvollziehen. Es gibt auch Berichte, dass Nazi-Deutschland einfach London bombardiert hat. Von daher, ihr wisst selber, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Deswegen ist es immer schwierig, eine Partei entsprechend zu beziehen.
Das tun wir auch nicht. Wir sind nämlich ausschließlich an dem geschichtlichen und historischen Hintergrund interessiert. Deswegen sollten hier mal irgendwelche Nazi-Symbole gezeigt werden. Ist das nicht, um diese zu verherrlichen, sondern wir sind hier interessiert an dem geschichtlichen Hintergrund. Genau, auch hier eine Karikatur von Winston Churchill als Schwein dargestellt. Und hier ein ganz bekanntes Bild, leider auch hier übersprayt, gegen Engeland. Und links ist die ehemalige Fahne aufgedruckt von der Marine. Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte. Genau, das ist die Batterie Todt. Ich glaube, dieses Geschütz hieß Lindemann. Und wir fliegen jetzt einmal raus. Genau, ich hatte gerade gesagt, es gibt auch einen offiziellen Teil. Da befinden wir uns jetzt. Das ist die Batterie Todt, das Museum. Links sehen wir eine Geschützbettung. Wir gehen jetzt rauf auf eine Eisenbahnkanone. Und die konnte tatsächlich diese schweren Geschütze kilometerweit auf den Gegner feuern. Und hat natürlich dann entsprechend alleine schon durch die Schwere des Kalibers einen enormen Schaden angerichtet. Wir gehen natürlich auch rein ins Museum. Man braucht ungefähr 30 bis 60 Minuten, um das Museum einmal zu erleben. Ich war jetzt schon mal da, deswegen ging es bei mir ein wenig schneller. Aber jemand, der noch nicht drin war, der lässt sich sicherlich Zeit und liest auch hier die Wandbeschriftungen. Das habe ich mir geschenkt. So, eine Panzertür. Und auch der Hinweis, wo diese verbaut war. Das Geschütz gibt es ja jetzt nicht mehr. Das Geschütz hat natürlich damals auf England gefeuert. Es sollte eigentlich dafür sein, um die Seesicherheit sicherzustellen, genau. Aber man hat es auch genutzt, um auf England zu schießen. Und das wäre auf jeden Fall für mich interessant, ob man nur strategische Ziele angegriffen hat oder ob man einfach wahllos auf die Innenstadt, also auf Zivilbevölkerung geschossen hat. Das wäre auf jeden Fall für mich interessant, das einmal zu wissen. Also wenn ihr das wisst, gerne mal in die Kommentare schreiben, mit mir Kontakt aufnehmen. Bin auf jeden Fall immer bereit, mein Wissen auch zu erweitern. Ein deutsches Kettenkrad mit einem Püppchen, mit einem Panzerschreck hinten drauf. Wir sehen hier schwere Feldartillerie, Fahrräder mit einem Raketenwerfer. Und das ist eine 2 cm Flak, müsste das sein, mit einem Fangkorb. Auch sehr selten dieser Fangkorb. Gab natürlich unterschiedlichste Munition von Sprengen über Splitter und Leuchtspur. Da haben wir gerade gesehen, wie viel Granaten auf England wann geschossen wurde. Ja, wenn man Zahnschmerzen hat, konnte man auch behandelt werden. Eine sehr attraktive Dame in einem Nazi-Dress. Auch hier eine Kiste mit entsprechendem Aufdruck. Und man hat hier wirklich darauf geachtet, dass man auch das normale Leben des jeweiligen Soldaten darstellt. Weil die mussten natürlich auch essen, die mussten trinken. Und hier haben wir Bunkergeschütze. So, wir sind jetzt tatsächlich auch an unserem finalen Ziel angekommen, La Coupole. Und ich hatte das Thema wirklich sehr spannend in Erinnerung, weil das ist ein Bauwerk, was es auf dieser Welt kein zweites Mal gibt. In einem relativ weichen Berg wurde hier eine V2-Station eingebaut. Wir gehen jetzt auch rein. Die ist nicht final fertiggestellt. Hier wurden quasi die Raketenteile angeliefert, die waren noch nicht zusammengebaut, die sollten dann in diesem Bauwerk zusammengebaut werden, dann in dieser Kuppel und wurden dann über ein mechanisches System wurden die dann rausgefahren und wurden dann auf England abgeschossen. Und hier kann ich mit definitiver Sicherheit sagen, die V2 war der erste ballistische Flugkörper, der tatsächlich auch das Weltall erreicht hat und ist dann mit Mach 4, glaube ich, auf dem Boden aufgeschlagen mit knapp einer Tonne Sprengkraft. Und dadurch, dass es halt so viel kinetische Energie aufgrund der Geschwindigkeit plus Masse gab, plus nochmal dieser Tonne Sprengstoff, ist diese Zerstörungskraft deutlich größer gewesen als bei der V1, wo ungefähr dieselbe oder die gleiche Sprengladung drin war. Das hier ist eine V2.
Und hier konnte man nur einstellen, wann der Motor ausging, und entsprechend ist hier definitiv eine Terrorwaffe, und das ging ganz klar gegen die Zivilbevölkerung, weil man nicht auf militärische oder strategische Ziele feuern konnte. Genauso wie mit der V1, das ist ein Pulsstrahltriebwerk, die konnte auch nicht von alleine einfach so fliegen, sondern man musste sie über einen Katapultstart, musste man sie starten, und aufgrund von diesem Pulsstrahltriebwerk ist sie dann in der Luft geblieben. Und da war es dann auch so, über ein Gyroskop und einer Zeitschaltuhr, vorne war so ein Propeller dran, wenn der dann eine gewisse Umdrehung gemacht hatte, konnte man ausrechnen, wie weit sie geflogen ist. Und dann ging dann der Motor aus, das Leitwerk wurde, glaube ich, auch noch entsprechend eingestellt, und dann ist sie entsprechend auf das Ziel niedergegangen. Wie gesagt, die Raketen waren dumm, sie konnten nur ungefähr programmiert werden, von daher Terrorwaffe. Und anders kann man sie auch nicht einordnen. Wie gesagt, dieses Bauwerk ist nie fertiggestellt worden. Das sollte komplett ausgehöhlt werden. Das war quasi der Bereich, wo assembled wurde. Und dann wurde es rausgebracht und entsprechend auf England abgeschossen. Genau, das war es im Grunde genommen auch mit diesem Video. Ich habe noch einen kleinen Bonus hier für euch. Ich habe nämlich ein bisschen auf dem Gelände umgeschaut und habe diesen alten Kommandostand gesehen, und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber hier sind Gravuren im Berg oder in der Wand eingemalt. Ich kann SS erkennen, ich kann ein M erkennen und irgendein Zeichen, das ich auch schon mal auf dem Panzer für die, ja, also in Summe mega interessant. Ja, und jetzt ist es an der Zeit, Adieu zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Das war jetzt der dritte Part von dem Video. Und ja, wenn euch dieser Content gefällt, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr euch das, wenn ihr euch die Mühe macht, dieses Video an eure Freunde weiterzuleiten, die vielleicht auch Interesse daran haben. Und macht die Glocke rot, und dann werdet ihr immer informiert, wenn ich neue Videos hochlade. Und kleiner Tipp am Rande, ihr könnt euch gerne auch mal meine anderen Videos anschauen. Dazu einfach auf Videos bei mir klicken. Und dann schaut euch doch einfach mal an, was euch noch so interessiert. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.